Wissen Sie eigentlich, was Babo ist? Komm hin. Hakt doch mal bitte schnell in den Bunker. Okay. Wow. Geht doch. Warm-up. Sich warm machen. Ich weiß, die Golfer mögen das nicht. Aber es wäre unglaublich wichtig. Ich zeige Ihnen mal ganz schnell 4 kleine Übungen, die Sie vorher machen. Und dann zeige ich Ihnen, wie es dann mit dem Golf losgeht. Die erste Übung, die wir machen sollten, wäre, wir nehmen Schläger hinter die Schultern. Ich stelle mich einmal seitlich. So. Ja, nehmen die Ansprechhaltung ein. Prima. So, und dann machen Sie eine Drehbewegung, so wie es im Golf schon gut wäre. Das heißt, aufdrehen, die linke Schulter und das Kinn. Das zieht ein bisschen. Bei mir auch. Macht nichts. Dann machen Sie den Durchschwung. Es geht die rechte Schulter und das Kinn. So, das wäre genau die Golfschwungbewegung. Ja, und immer ein bisschen durchhalten. Also Schläger dahinter, Ansprechhaltung, drehen, drehen. Klasse. Erste Übung. Zweite Übung. Die seitlichen Muskelstränge müssen wir ein bisschen strecken. Rechter Fuß neben den linken als erstes. Arme ausstrecken. Jetzt kippt man mit dem Körper ganz leicht nach links. Da ist es wichtig, dass der Außenarm, dieser hier, gerade bleibt. Wenn ich den krumm mache, habe ich keinen Effekt. Der Außenarm muss gestreckt sein. Und wenn es gestreckt ist, dann zieht es hier. Boah. Aber es tut gut. Es bringt viel Länge nachher bei dem Drive. Für die andere Seite natürlich Füße wechseln, andersrum. Ja? Ganz wichtig, Wirbelsäule. Sagen viele mal, ich habe es mit der Wirbelsäule. Schläger umdrehen, also mit dem Griff auf dem Boden. Ganz weit nach vorne sich strecken und ganz weit nach hinten, so dass sie sich selber ganz, ganz, ganz lang machen. Ganz lang, ja? Und atmen dabei. Und die Wirbelsäule wächst. Wow, sie werden plötzlich von 1,75 sind sie plötzlich 1,80 Meter groß. Sie werden sich schön strecken, schön dehnen. Super. Was auch wichtig ist beim Golf, Handgelenke. Arm umdrehen, Handfläche nach außen und sie ziehen die Finger zu sich hin. Wow, wenn Sie sagen, das zieht aber hier gewaltig. Bei mir auch. Das zieht. Aber das muss ziehen. Das muss irgendwann locker werden. Irgendwann wird es besser. Und natürlich den anderen Arm genauso. Ja? Das war jetzt mal sehr schnell gemacht. Das wären schon mal 4 Übungen. Wenn Sie jede 3 bis 5 Mal machen, bevor Sie anfangen mit Bälle schlagen, top.